Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Windrad 2011. Und jetzt viel Spaß beim folgenden Video. Jo, Hallöchen, heißt es wieder. Nochmal mit Windplaner. Ich habe jetzt hier paar Windparks nachgebaut. Ja, vielleicht fällt euch was auf. Das ist nicht die Gamma, das ist die Delta. Seht doch. Das ist die Delta. Das ist nicht die Gamma. N117. Ja, es sollte ja eine N117 werden. So wie hier. Dreimal die E115. Wie wir ja genau wissen, an dieser E115 ist derzeit der Generator tot, könnte man sagen. Aber ich habe gerade heute eine Nachricht gekriegt, die wird wohl wieder repariert. Hier unten auf der Erde liegt schon der Kran bereit und alles. Die drehte sich ja... Huch. Na? Die drehte sich und die hinter dem kleinen Waldgebiet da, die drehte sich auch. Nur die andere, komischerweise nicht. Aber, naja, ne? Von daher, dann haben wir hier, wie ihr ja wissen müsstet, haben wir hier weiter hinten vier solcher Vestas V90. Na, ja, das sind die da. Ne? Ja. Das sind die da. Da unten könnt ihr sie sehen. Aber so sehen sie natürlich viel besser aus. Eine Animation gezeigt. Oh. Was, wenn wir den Wind jetzt mal ordentlich auffrischen lassen? Windgeschwindigkeit 100 Meter pro Sekunde. Holla, holla. Was sagt man nur dazu? Die Anlage dreht immer noch. Jetzt dreht sie nicht mehr, nur noch verdammt lahmarschig. Aber das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen, dass sie vielleicht, ja... halb so schnell ist wie normal. Wir können sie auch wieder doppelt so schnell werden lassen. Machen wir mal 50 Meter pro Sekunde. Ja. Da die drei E115er und die zwei Nordex. Selbstverständlich können die auch leuchten. Passt mal auf. Lol. Die starten gar nicht gleichzeitig, seht ihr das? Die Nordex blinken etwas später als die Enercon. Die blinken gleichzeitig, aber nicht mit denen. Erst die, sofort danach die, die gehen dann aus, dann gehen auch die aus, aber gleichzeitig die an wieder. Seht ihr?
Oh. Hier ist Drohne in Bomte. Hier hätten wir die E70. Da unten seht ihr sie auch. Aber ich finde, als drehende Animation ist die noch schöner. So, ich baue gerade ein paar Windparks nach. Hier Windpark Niederheide, den habt ihr, meine ich, sogar schon gesehen. Den habe ich schon nachgebaut gehabt. Na, ja. E101. Den Windpark habe ich mit euch zusammengebaut. Ja. Auch diese über 300 Meter hohen Nabenhöhenanlagen hier. Na. Aber das ist ein bisschen unrealistisch. Ich glaube, ich reiß die bald wieder ab und ersetze die dann exakt durch die gleichen Anlagen, nur dann möglichst realistisch. Ja. Mal überlegen, was können wir noch nachbauen? Hm? Lol, gleich zwei Biogasanlagen, nicht weit voneinander entfernt. Warte. Nicht hüpfen, suchen. Lönekreis Herford. Hui! Da schwebe ich. Oh, das ist aber ein echt altes Bild. Seht ihr, hier ist die A30 noch nicht mal fertig. Aber in Wahrheit ist die schon lange fertig. Hier, da soll sie hin. Hier soll die A30 einmal hin. Aber da ist sie ja schon längst. Schon längst. Die macht hier den Bogen. Ja. Aber nach der gucke ich gar nicht. Hm. Irgendwo waren noch die Windräder, oder? Darunter Vestas V82. Enercon E82. Nur die Nabenhöhe weiß ich nicht auswendig. Enercon E40, die gibt es leider nicht hier in dem Simulator. Da ist sie ja. Die E82, die wir jetzt mal eben erfinden werden, um sie auch da abzusetzen. Neu, plus, dann runterscrollen, Vorlage dafür E101.
Ich nehme jetzt mal 108 Meter Narbenhöhe. Ich weiß selber gar nicht, wie hoch das da ist. Ne? Ich nehme jetzt einfach mal 108. So. So, Biene leuchtet, aber nicht am Turm. Da muss ich rangehen, sorry. Jo, bin wieder zurück. Ich musste da gerade rangehen, war mein Festnetz, aber egal. Bin wieder zurück. Die Flügel sind weiß, der Turm hat einen roten Ring. So, das ist das Erste, woran wir achten müssen. Die leuchtet auch in der Nacht. Ja, das stimmt auch. Und gibt es sonst noch irgendwelche Einstellungen? Soweit ich weiß nicht. Hier nochmal. Narbenhöhe 108, Durchmesser 82 Meter. Ja, können auch gerne nochmal bei Enercon auf der Seite nachschauen. Produkte, da haben wir sie ja dann. Hier, E82. Gehen wir doch mal drauf. Und warten, denn es muss laden. Die Daten, die wir hier haben. Na, Durchmesser sind tatsächlich 82 Meter. Also nehmen wir das. Und damit es auch möglichst realistisch ist. Die Vorlage ist die E101 hier. Modell E101. Ne? Das ist die Vorlagename des Modells. Das heißt, den Namen für das Modell könnt ihr selber bestimmen. Ich habe da jetzt Enercon E82 genommen, damit ich weiß, dass, ja, damit ich weiß, dass dann das auch die E82 ist. Ne? Mit 108 Meter Narbenhöhe, deswegen schreibe ich da jetzt nochmal 108 davor. So. Dann weiß ich auch, dass die 108 Meter Narbenhöhe hat. Ja, dann sage ich nur noch speichern und dann gehe ich dahin, habe die ausgewählt, Turbine setzen. Da gucke mal, da ist unsere schicke E82 ja schon. Und da wird sie abgestellt. Sieht sie nicht herrlich aus? In dem Fall kommt der Wind sogar so aus Süden. Wenn wir das hier unten richtig betrachten, kommt der Wind aus Süden. Damit hätten wir auch die bei Mönchhofen, die E82, aufgestellt. Wir können noch mal gucken, leuchtet sie denn auch? Ja. Die hätten wir. Hier stehen 2D Wind D4. Problem? Das Problem ist, die D Wind, ich möchte sie ja gerne mal haben hier, damit wir sie da hinstellen können. Aber hier seht ihr es. Direkt Wind DW661, HH69, was auch immer. ES 12, keine Ahnung. Ganz viel Enercon. GE Energy gibt es nur zwei. Generisch Lagerway gibt es auch nur eine. MWF und so weiter, Nordex, Semion und Vestas. Ihr seht, D-Wind ist hier gar nicht vorhanden. Was mache ich denn jetzt? Das ist doof. Aber nicht doof genug, denn wir können uns ja jetzt hier. Weil wir wissen, in Mönchhofen stehen natürlich auch was? Richtig.
zwei Vestas V82. Da könnten wir jetzt theoretisch die V90 als Vorlage nehmen, aber dann haben die eine falsche Gondelform. Das heißt, das Maschinenhaus sieht dann total anders aus. Wir bräuchten hier noch Mikon oder NEG Mikon bräuchten wir hier noch, um das realisieren zu können, dass diese zwei Anlagen hier auch so aussehen, wie sie aussehen sollen. Seht ihr? Das sind die Anlagen, wo ich noch letztens bei Sturmtief Sabine mit war. Hier. Aber ihr seht, dass wir die halt nicht drin haben. Also können wir die auch nicht setzen. Ich weiß, das ist sehr schade, aber man kann es nun mal nicht mehr ändern, ne? Ändern kannst du es nicht. Und von daher, oh, lassen wir die da einfach. Und ihr habt doch gesehen, eine E40 geht auch nicht. Und da könntet ihr euch theoretisch die E126 EP3 oder die E138 EP3 nehmen und sie als E40 umformulieren. Dann passt es wenigstens ein bisschen. Nicht viel, aber minimal passt es dann, weil die E40, wie wir ja alle wissen, etwa gleich aussieht, ne? Ja. Enercon E66 ist leider auch nicht da drin. Na. Und wenn wir jetzt mal hui! Wen haben wir denn da? Ach ja, richtig, unser alter Freund, der Windpark Feldheim. So. Wie mache ich das jetzt? Das Dumme ist ja, zum einen weiß ich nicht auswendig, welche Nabenhöhe die alle haben. Ist das Erste. Na? Hier. Ich kenne die Nabenhöhe nicht auswendig, um das realisieren zu können. Das nächste, hier irgendwo im Wald, stehen E115. Aber wo? Und auf welcher Nabenhöhe? Etwa 149 Meter Nabenhöhe? Weiß ich nicht. Ja, könnte ja sein. Sah jedenfalls so aus, als ich in Feldheim war. Hier haben wir die E66, aber die finden wir hier leider nicht. Wir haben nur die Vorlage der E101, die können wir ein bisschen in die E70 umbauen. Aber, naja, wie ist die Frage, ne? Weil wir nicht wissen, die E70 hat 71 Meter Durchmesser, aber welche Nabenhöhe, das wissen wir nicht. Und hier ist, glaube ich, auch die E82 vorhanden. Das dürfte eine sein. Ja, im Haufen aller von E70ern hier. Von daher, was soll ich machen? Wie können wir diesen Windpark nachbauen? Dazu braucht man die Daten der Anlagen. Zum Beispiel die Nabenhöhe und den Anlagentyp. Damit wir es genau realisieren können. Tja, kein Plan. Vielleicht hat New York Toby ja noch eine Idee. Ich bleib lieber mal in meiner Ecke. So, jetzt frage ich mich allerdings, kann man auch Gittermast machen? Weil, Moment. Da. Weil hier
Ihr seht, das sind Gittermastanlagen. Ne? Hier bei Osterkappeln bin ich jetzt. Ihr seht, das sind Gittermastanlagen. Diese Anlagen werden betrieben vom Betreiber Energie Baden-Württemberg, also ENBW abgekürzt, ne? Werden die betrieben. Ja. ENBW ist der Betreiber dieser Anlagen hier. Das könnt ihr in der ENBW-App nachschauen. Die haben auch eine App erstellt. Die ist im Google Play Store erhältlich. Die könnt ihr euch kostenlos downloaden. Und dann könnt ihr sehen, was all die Kraftwerke, Wasserkraftwerke, Solar, Sonnenenergiekraft sozusagen und auch die ganzen Windkraftwerke, was sie so an Leistungen bringen, was die Leistung für aktuelles Jahr ist und für aktuellen Monat. Ja. Und was sie aktuell gerade machen. Ne? Das kann man da alles ablesen. Da ist ENBW echt super bei. Man kann all ihre Anlagen quasi überwachen. Selbst wenn man gar nicht der Betreiber der Anlagen ist. Man kann sie trotzdem sehen. Genial. Genialomatisch. Und dieser Windpark gehört auch dazu. Aber ich habe noch leider keine Idee gefunden, wie ich das bitte realisieren soll mit Gittermast. Also, ich meine, Gittermast gibt es hier gar nicht. In den Einstellungen, wenn wir hier mal schauen würden. Und von daher, tja, das hat sich dann wohl erledigt. Aber zum Beispiel hier, die haben wir realisiert. Oh, da fällt mir noch eine ein. Wartet mal. E126, ich komme. Diepenau suchen. La 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 la. La 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 la. La. So, hier bin ich in Diepenau. Und weiter nördlich hier oben. Wenn das sich mal aktualisiert. Müssten wir ja. Nur die Frage, wo? Einfach, wir gehen mal eben. Also ich gehe mal eben auf links auf Google und schau mir das Ganze mal an. 126! Ich finde dich! Brauchst dich also gar nicht vor mir zu verstecken, klar? Ja, gehen wir mal gerade auf Google und schauen uns das Ganze mal aus der Perspektive an, wie weit die Satelliten da schon das Ganze aufgezeichnet haben. Vielleicht ist das auch noch ein älteres Bild, das weiß ich nicht. Ja. Ja, ich muss den ganzen Sachen hier eh noch mal ein bisschen aktualisieren. Aber die Arbeit mache ich mir jetzt gerade mal nicht. So. So. Hier hätten wir. Hier wir sehen. Diepenau. Aber wartet. Hier geht ja gar keine Wasserstraße her. Wenn wir jetzt nochmal umswitchen, dann bin ich hier wahrscheinlich falsch. Suche Diepenau. Bäm.
Stadtgemeinde Uchte. So. Aha. Ist das hier wohl Diepenau? Lass uns mal den Vergleich machen. Sorry, ich bin da gerade falsch drauf gekommen. Das ist. Augenblick, da unten ist nochmal. Ja, die Anlagen stehen da schon. Zumindest eine steht da schon. Die E126 EP8. Die werden wir mal gleich generieren und dahin stellen. Neues Modell. Vielleicht geht das ja auch ohne. Enercon 126, 135. So. Die Turbine hat auf jeden Fall Lichter. Ich glaube sogar Lichter am Turm, oder? Weiß ich gerade gar nicht, muss ich gestehen. Ach, mache ich einfach Lichter am Turm. Ist doch egal. So. Dann. Die Markierungen. Von 2 auf 1 runtergehen. Okay, Turmmarkierung hat sie auch. Passt. Das passt alles. Dann wollen wir mal sehen. Dass wir sie uns errichten. So, ausgewählt. Jetzt gehe ich dahin, Windturbine setzen. Und da habe ich sie schon. Zack. Da steht sie. Jetzt muss ich mal gucken. War das die hinterste oder die vordere von den beiden? Ich bin auch hier. Dann war ich mal nicht hier auf der Straße gewesen. Dann bin ich hier in die Felder rein. Augenblick. Wir gucken uns das Ganze noch einmal an. Hier haben wir die Lavelsloher Straße. Nicht weit entfernt ist die E115. Die müssen wir uns auch nochmal machen, weil wir haben die zwar schon, aber da ist sie ein bisschen anders als. Na. Zeit. Mache ich den Zeitsprung. Okay, da sehen wir, dass Windplaner deutlich anders ist, als wir dachten. Er hat manchmal selber schon Satelliten oder so, die für ihn die Arbeiten machen.
Aber soweit ich das sehe, die hinter dem kleinen Wäldchen da, ne? Hier ist ein kleines Wäldchen, seht ihr? Und dahinter steht die erste E126. Ja, und die zweite? Ja, die steht etwa da. Da muss ich mal gucken, ob ich das hinkriege. Der Schatten geht bis zu dem nächsten Wäldchen fast. Wollen wir mal sehen, ob wir das nicht auch hinkriegen. Moment, steht die mit der in einer Reihe? Ja, die stehen ziemlich in einer Reihe da. Das heißt, wir jetzt hier sind. Ungefähr da. Ja, da ungefähr. Ich krieg das jetzt nicht genau hin, aber ungefähr da. Müsste passen. Jetzt fehlt uns ja noch eine einzige Anlage, die E115. Dann wollen wir mal ran ans Werk. Wir brauchen Enercon, E101, E-5, E115, Moment, Enercon, E115, 135. Wartet kurz. Gehen wir doch nochmal auf die Enercon-Seite. Produkte. Na, 115. So. Aha, 115,7. Dann machen wir das. Dann gehen wir wieder auf Windplaner. Durchmesser. 115,7. Nabenhöhe 135. So. Das Licht hat sie, würde ich sagen. Und auch die Markierung. So, einen. Ne? Und dann erstmal hinzufügen. Jetzt haben wir sie hier und jetzt können wir die E115 an ihren Ort und Stelle bringen. So. Sit. Jetzt könnt ihr sehen, wenn die mal aufploppt, dass das tatsächlich nicht ganz so dick ist. Das Maschinenhaus ist deutlich schmaler, also es ist nicht so dick und fett wie bei der E126. Seht ihr? Von daher, mal sehen, wo steht denn die E115 jetzt genau hier. So. Hier an diesem einen Stück Weg, da ist das kleine Wäldchen. Da kommt der Weg raus. Das ist wahrscheinlich der Weg zur E126. Der war wahrscheinlich gar nicht der Weg, aber den mussten die machen, damit die von da als auch da an die E126 rankommen. Und hier der Weg war wahrscheinlich und ja, das heißt, den müsste ich jetzt finden. So. Okay, der Weg war schon hier, etwa mittig des Weges. Da so. So. Ha, aber ein bisschen. So.
ungefähr da. Damit hätten wir die in Diepenau gesetzt. 3 Windturbinen jeweils statt 3-mal der E126. Nur 2-mal die E126. Ja, ihr seht, manchmal streikt auch ein kleines bisschen die Animation, hängt manchmal ein bisschen, aber naja. Lassen wir es mal dunkel werden. Augenblick, hat die EP, doch, die EP8 hat Leuchten am Maschinenhaus. Aber warum leuchtet das dann so komisch? Hier seht ihr. Dasselbe auch bei der. Nur bei der läuft es glatt. Hier. Der läuft es glatt. Nur bei denen irgendwie nicht. Naja, komisch, aber sie leuchten. Das können wir sehen. Machen wir es lieber wieder hell. So. Damit hätten wir auch die. Ja, ihr seht, dass es immer mehr Anlagen werden. Das ist die E115 und das ist die E126. Hä? Warum ist denn das hier nicht rund, sondern abgeflacht? Hier hinten. Aber bei der E101 bzw. E115, ihr seht, nicht abgeflacht. Aber warum ist es das bei der E126? Kapiert ihr das? Sieht komisch aus. Tö. Naja, da muss ich rangehen. Sorry für die Unterbrechung nochmal. Ich musste da mal eben rangehen. So, jetzt seht ihr es hier. Auch die in Diepenau wären damit schon hingestellt. Oh, es ist Essenszeit, Abendbrotzeit. Na dann, hoffe euch hat das Video gefallen. Wir haben heute ein paar Windräder aufgebaut und ich habe euch gezeigt, was ich sonst noch aufgebaut habe. Windpark Niederheide steht schon. Windpark Diepenau, 3 Anlagen, sehen wir da gerade, steht schon. Habe ich gerade mit euch hingestellt. Windpark Drohne, also in Bohmte, Drohne, da. Die 6E70 stehen schon. Windpark Burghausen stehen alle 9 schon. Und so weiter. Ne? Hoffe, es hat euch nochmal Spaß gemacht. So habt ihr wenigstens mal gesehen, wie man die Windräder erstellt. Und so weiter. Da seht ihr, da ist Diepenau und da sind wir. Da seht ihr hier, wie weit weg doch Diepenau schon ist von mir, ne? Ja.
Hier so ist Bad Oeynhausen in der Nähe. Da seht ihr mal, Diepenau ist da ganz weit hinten. Das sieht zwar gar nicht so weit aus, aber in weit ist es verdammt weit, ja? Also von daher, so schnell werde ich mit meinem Fahrrad da wohl nicht hinkommen. Und ja, ne? Wollen wir mal beim nächsten Mal gucken, welche Windräder wir dann aufstellen. Na dann, Leute, danke fürs Zusehen und ja. Teilt das Video mit Familie, Freunde etc. Daumen nach oben nicht vergessen. Und wenn auch nicht geschehen, den Kanal abonnieren. Und bis zum nächsten Mal. Ciao mit. Wow!